Also ich sag mal, Stellantis versucht momentan Opel an seinem Herzen zu packen und zu zerschlagen. Und das entspricht nicht dem, was Carlos Tavares vor 4 Jahren uns versprochen hat. Und was er uns auch schriftlich gegeben hat in Form eines Tarifvertrags, aber auch immer wieder sozusagen in Bekundungen gegenüber Presse, aber gegenüber der Politik und gegenüber der IG Metall und gegenüber dem Betriebsrat erklärt hat. Opel soll ein eigenständiges, großes Unternehmen bleiben. Der Konzern versucht, durch kleinteilige Einheiten die Kollegen und Kolleginnen erpressbar zu machen und damit sozusagen die Möglichkeit zu haben, Arbeitsbedingungen den Kollegen und Kolleginnen zu diktieren. Wir haben das schon in der Vergangenheit gelernt, was sozusagen die Absicht des Konzerns ist. All diese Dinge glaubt offensichtlich, der Konzern seien leichter, wenn es nur viele kleine Einheiten seien, die nicht mehr gebündelt in einem großen Opel, in einer Opel Automobile GmbH beheimatet sind. Momentan sagt die Geschäftsleitung, wir untersuchen die Möglichkeit, die Werke in Rüsselsheim und auch in Eisenach aus der Opel Automobile GmbH herauszugliedern. Wir fordern die Untersuchung, diese Überprüfung, die dort stattfindet, die muss zum Ergebnis haben, dass es nicht sinnvoll ist, das zu tun. Und die Werke müssen im Opel Automobile GmbH Verbund, also bei der Opel Automobile GmbH verbleiben. Wir zeigen das jetzt auf. Wir zeigen auf, wo denn überall auch dann die potenziellen Nachteile davon sind. Wir nehmen die Argumente vom Unternehmen auf und sagen, das sind doch gar keine wirklich zielführenden Argumente. Die können wir euch ja belegen, dass wir das dafür nicht brauchen. Und ich glaube, solche Aktionen wie heute, der 29. Oktober, das ist ganz wichtig, dass man die auch nutzt, um dann eben auch in der Öffentlichkeit diese Themen diskutieren zu können und aber auch, um dem Konzern zu zeigen, du bist jetzt an einem Punkt angekommen, da können wir auch nicht mehr zuschauen und da werden wir natürlich auch massiv dagegenhalten. Ich gehe davon aus, dass wir auf allen Ebenen, auf der Verhandlungsebene, auf der Ebene der Protestveranstaltungen, über Streik mag ich und kann ich jetzt überhaupt nicht befinden. Das ist ja Sache der Gewerkschaft, ob sie denn zu einem Streik aufruft und ob es dafür einen Grund gibt. Aber die öffentliche Wahrnehmung zu schärfen zu dem Thema und aber auch natürlich den politischen Druck auf das Unternehmen und auf den Konzern zu erhöhen, das erwarte ich natürlich schon von der IG Metall und ich weiß, dass sie das tut.